Biskuitrollen herzustellen ist gar nicht mal so schwer und heute gibt es eine leckere Himbeer-Schoko-Biskuitrolle. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Wir lieben Biskuitrollen über alles, schön locker, mit schönen, leichten, leckeren Sahnecreme-Füllungen. Ein absolutes Highlight, da lasse ich wirklich jede andere Sahnetorte stehen. Bei uns auf der Kaffeetafel immer wieder sehr, sehr gerne gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es gibt bei uns nochmal eine Biskuitrolle mit Schoko-Biskuit und Himbeersahne. Den Biskuit-Grundrezept habe ich euch schon in den letzten Wochen mehrfach in verschiedenen Biskuitrollen-Videos gezeigt. Und heute zeige ich euch die Schoko-Variante und damit starten wir los. Ich zeige euch die Zutaten für den Schoko-Biskuit-Teig. Wir benötigen 5 Eier der Größe M, die ich schon in Eiweiß und Eigelb getrennt habe, 2 Esslöffel heißes Wasser, 110 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 20 Gramm Kakao, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ könnt ihr auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden und wir benötigen einen gestrichenen Teelöffel Backpulver. Wir starten mit dem Eiweiß, denn dieses muss in einer sauberen und fettfreien Schüssel aufgeschlagen werden. Dazu gebe ich dieses in die Schüssel mit der Prise Salz, lasse es 30 Sekunden anschlagen, bevor ich die Hälfte des Zuckers einrieseln lasse und das Eiweiß auf höchster Stufe der Küchenmaschine komplett steif schlage. In eine weitere Schüssel gebe ich nun die Eigelbe zusammen mit dem restlichen Zucker und dem heißen Wasser und schlage diese etwa 10 Minuten auf. Hier könnt ihr ruhig denselben Schneebesen verwenden wie für die Eiweiße, das ist hier bei den Eigelben gar kein Problem. Die Eigelbmasse sollte nun schön luftig, dickcremig und schaumig sein und nun wird sie unter die Eiweiße gehoben. Dazu gebe ich aber erst etwas Eiweiß in die Eigelbmasse, rühre dieses ein, gebe sie dann zu den Eiweißen und hebe sie vorsichtig unter. Zu guter Letzt wird noch Mehl, Kakao und Backpulver dazu gesiebt, vorsichtig untergehoben und dann kann der Teig auch schon auf das Backblech gestrichen werden. Anschließend kommt der Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Ich verwende hier die klassische Größe von 30 x 40 cm. Der Biskuitteig wird schön gleichmäßig auf dem Backblech verteilt und kommt nun in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad für etwa 12 bis 13 Minuten. Direkt nach dem Backen, noch heiß, bestreue ich die Oberfläche mit Zucker, gebe ein sauberes Küchenhandtuch auf den Biskuit und stürze es einmal um und ziehe nun das Backpapier ab. Und wenn das Backpapier hier ein wenig hakt, dann befeuchtet die Oberfläche vom Backpapier ein wenig mit Wasser und dann geht es auch ganz leicht. In das Handtuch wird die Biskuitplatte nun von der langen Seite her aufgerollt und muss zum Abkühlen auf die Seite. Während der Biskuit auskühlt, das geht wirklich ganz, ganz schnell, das dauert nicht mal eine halbe Stunde, wird die Sahnecreme zubereitet. Ich habe mich für eine Himbeersahne entschieden, aber ihr könnt natürlich auch hier variieren. Wenn ihr Himbeer nicht mögt, könnt ihr natürlich auch eine andere Konfitüre verwenden, die ihr sehr gerne mögt. Ich habe hier die Konfitüre in der Sattvariante verwendet, ohne Stückchen und ohne Kerne und zeige euch jetzt die Zutaten für die leckere Himbeersahne. Und dafür benötigen wir 200 Gramm Sahnejoghurt, 75 Gramm feine Konfitüre ohne Stückchen und ohne Kerne, ein Päckchen Sofortgelatine, alternativ könnt ihr auch ein halbes Päckchen gemahlene Gelatine oder drei Blattgelatine verwenden.
Des Weiteren benötigen wir ein Päckchen Vanillezucker und 200 ml kalte Schlagsahne. Zuallererst schlage ich die Sahne steif. Anschließend gebe ich in eine weitere Schüssel Joghurt, Konfitüre, Vanillezucker und Sofortgelatine und verrühre alles mit dem Schneebesen klümpchenfrei. Anschließend kommt die Joghurtfruchtcreme in die geschlagene Sahne und wird nur noch ganz kurz eingerührt. Der Schokobiskuit ist mittlerweile auch ausgekühlt und nun kann direkt die Himbeersahne darauf verteilt werden und mit Hilfe des Handtuches wieder eingewickelt werden. Um sie fest zusammenzudrücken, nehme ich eine Teigkarte, drücke diese in das Handtuch und ziehe zeitgleich den unteren Teil des Handtuches fest nach vorne. So ist die Biskuitrolle nun schön fest eingerollt und in dem Handtuch eingewickelt, sollte sie nun für 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Für die Deko verwende ich geschmolzene Schokolade. Hier habe ich 200 Gramm geschmolzene Schokolade, gebe 2 Esslöffel geschmacksneutrales Öl hier hinein und außerdem dekoriere ich noch mit frischen Himbeeren und einigen Schokoraspeln. Die Biskuitrolle habe ich mittlerweile ausgepackt, auf ein Gitter gegeben. Hier gebe ich nun die Schokolade obendrauf, verteile anschließend noch die Deko, lasse die Schokolade fest werden und dann ist die Himbeer-Schoko-Biskuitrolle auch schon fertig. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben auf dem i in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Wenn ihr die Biskuitrolle oder irgendein anderes Rezept von mir mal nachgebacken habt, dann postet sie doch gerne auf eure Instagram-Seite und vergesst den Hashtag Nicoleszuckerwerk nicht, denn so kann ich nämlich euch auch eure Werke sehen und vor allem auch liken. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und wenn ihr noch eine andere Biskuitrolle sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch ein weiteres Rezept. Und hier unten auf dem Foto freue ich mich über ein absolut kostenfreies Abo. So verpasst ihr kein Video mehr. Macht's gut. Tschüss.